So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together und ich habe schon gesehen, der Koto hat sich den 7. Orden geholt. Und zuallererst mal möchte ich jetzt nochmal ein bisschen einkaufen gehen, weil uns sind die Vorräte relativ knapp geworden. Daher, okay, Hypertränke haben wir noch. Beleber brauchen wir aber mal ein paar. Von denen kann man eh nicht genug haben. Dann. Superschutz. Davon brauchen wir auf jeden Fall was. Vor allem dort, wo wir jetzt hingehen. Denn soweit ich es mitbekommen habe, müssen wir jetzt in die Drachenstiege und dort Team Plasma aufhalten. Okay. Yep, da müssen wir sogar wirklich hin. Du Black! Oh, Black. Auch du bist hier, Belle. Wie schön. Mein Name ist Eberhard Esche. Meine Tochter hat euch euren Pokédex gegeben. Guten Tag. Wir sind Professor Esche sehr dankbar. Dank ihr konnten wir diese Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Es freut mich sehr, das zu hören. Aber unterhalten können wir uns später. Black, Belle, ich erkläre euch kurz die Lage. Eine große Anzahl an Schergen von Team Plasma hat die Außenmauer des Turmes durchbrochen und ihn so betreten. Und Sandro und dieser junge Sharon, die beiden sind Team Plasma gefolgt. Professor, was genau ist die Drachenstiege? Haha, schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich. Also gut, ich will es dir sagen. Dieser erhabene Turm entstand schon lange, bevor es die Anna-Region gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der nach der Wirklichkeit strebt. Und habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Black und Sharon sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Und was mich betrifft, also ich bin nicht wirklich stark. Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf sie aufpasse. Das wäre prima, ich fühle mich schon viel sicherer. Also dann, Black. Es wird bestimmt nicht ganz einfach, aber bahne dir den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht, aber besser als nichts ist es allemal. Eine Spezialität, sehr schön. Ich frage mich wirklich, was Team Plasma bezweckt. Ich habe nebenbei auch einen kleinen Blick in unser Team geworfen und habe gesehen, Petri ist vorne. Der Arenaleiter ist vorhin nach oben gegangen. Mit etwas Glück wirst du dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Na, schauen wir mal, ob ich das in meinem Part noch schaffe. Oh, ja, und genau deswegen wollte ich ja Schutz mitnehmen. Ein wildes Golbit. Habe ich jetzt aber keine Lust dagegen zu kämpfen. Dann... Wo ist denn der Schutz? Oder ist der recht weit oben gewesen? Da. So. Und wenn das mal nicht Reshiram war. Das klingt ja so. Das klingt so, als würde irgendwas ganz oben im Turm toben. Black! Die umgestürzten Säulen hier können auch als Weg dienen. Also, ich folge da mal Team Plasma. So. Hier können wir... Oh. Ein Hypertrank. Je mehr, desto besser. Dann gehen wir mal über die Säulen. Das Item hier nehmen wir natürlich noch mit Sternenstaub. So, wie muss ich da jetzt gehen, damit ich an das Item rankomme? Ich meine, da muss ich diesen Weg hier gehen. Ja. Ein Leuchtstein. Den nehmen wir natürlich mit. Bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob es hier auch noch wilde Pokémon gibt. Einfach mal schauen.
Ganz schön viel Teamplasma. Black, ich werde sie aufhalten. Los, geh du vor. Alles halb so wild. Mit so vielen von denen habe ich auch nicht gerechnet. Echt ätzend. Die scheinen hier schon besiegt zu sein. Das heißt, wir müssen hier weiter. Dieser Sandro und dieser Sharon beginnen schon ein wenig zu nerven. Und ich darf auch mal wieder gegen Team Plasma kämpfen. Und die schicken einen Kukmada in den Kampf. Level 34. So, ja, schauen wir mal. Das sollten wir eigentlich mit Akrobatik relativ einfach lösen können. Da gibt es auch gleich wieder schön XP für Petri. Ich habe übrigens vor, Petri jetzt erstmal bis Level 37 zu trainieren, weil dann entwickelt er sich. Wer sich gegen Team Plasma stellt, hat keine Gnade zu erwarten. Team Plasma Rüpel und ein Kleopatra. Schauen wir mal, ob wir das auch mit der Akrobatik schön one-hitten können, aber ich meine sowieso, dass Kleopatra erstmal angreifend wird. Mogelhieb, oder? Ah, ne, mit dem Schlitzer. Der ist zum Glück nicht sehr effektiv. Und die Akrobatik tut ihr Übriges. Und da haben wir Petri auf Level 36. Steigen wieder schön Angriff und Init nach oben. Was tut so weh? Ah, meine Pokémon. So. Petri mache ich gleich weiter und direkt danach werde ich Timon trainieren. Er ist nämlich auch noch Level 35. So, ein Zorokex. Gut, das hat eine schöne Flugschwäche, das können wir auch ganz einfach mit Akrobatik wegknüppeln. Denn der ist ja Unlicht und Kampf. Aber auch leider nicht allzu viel EP. Ist mir jetzt aber trotzdem mal lieber als ein Irokex, weil ein Irokex hat die Akrobatik möglicherweise sogar noch überlebt. So wie ich Irokex immer so kenne. So verdammt viel aushalten und so. Da kommt noch ein Kleopatra. Level 33 diesmal. Knüppeln wir den auch mal mit der Akrobatik weg. Der Clownwitzer wird ihm jetzt nicht viel bringen, weil, naja, die Akrobatik reicht auf jeden Fall aus, um den zu one-hitten. Schön 1400 EP und dann kommt noch ein Kleopatra. Mal schauen, vielleicht reicht das ja jetzt schon für das Level-Up. Ah ja, hier kommt der Mogelhieb, den ich schon so lange erwarte. Gewissheit. Jetzt hat er mich unter die Hälfte gehauen. Das mag ich jetzt überhaupt nicht. Aber da sieht man mal, wie viel die Akrobatik hier so auch noch abzieht. Ach, Mann. Wieso? Oh, gut, das zählt ja noch. Okay. Dann ist es erst ab dem Aktivieren von Folterknecht so, dass ich die nicht mehr hintereinander einsetzen kann. Gut. Na dann habe ich nichts gesagt. Sehen wir lieber erstmal, wie sich unser Petri entwickelt. Glückwunsch, dein Petri wurde zu einem Aerapteryx. Ein wunderbares Pokémon. Können wir uns ja gleich mal seine Statuswerte anschauen. Der hatte vorhin knapp 100 Angriffspunkte. Jetzt hat er auf jeden Fall 117 und mit einer Init von 100 ist er auch noch relativ schnell. Ja, der ist ordentlich stark jetzt. Nebenbei nicht zu vergessen, immer noch 91 Spezialangriff und der ist jetzt gerade mal Level 37 und hat kein EV-Training bekommen.
Das ist ein richtig starkes Pokémon. Aber jetzt lassen wir Timon erstmal wieder nach vorne, weil der entwickelt sich ja auch bald. Und bevor der sich entwickelt, ist der leider auch noch relativ schwach. Jetzt, da du die Drachenstiege erreicht hast, darfst du dich schon mal auf eine Niederlage gegen mich einstellen. Ich bin nämlich so in Fahrt, dass du nicht mal einen Hauch einer Chance hast. Na, da wollen wir mal sehen. Herausforderung von Team Plasma Rüpel und ein Kukmada kommt. So, Überbrückung kommt hier erstmal. So, dann machen wir doch erstmal einen Drachentanz. Oh, das finde ich super, Timon, dass du die Attacke jetzt erstmal abwehrst. Weil ich hätte dich schon gern mit deinen vollen KP da. Wenn du jetzt gleich durchsweepst. Jetzt sind wir schneller und stärker. Überzahn. Na gut, immer noch weniger als die Hälfte. Kreuzschere zum Finishen. Und da kriegt er erstmal schön verdient Level 36. Verhöhner, nee, den brauchst du nicht. Nicht in einem Playthrough. Ein Zorokex. Den sollten wir auch ganz einfach mit einer Drachenklaue kriegen. Und ein Rockheimer. Und den kriegen wir mit einer Kreuzschere. Der haut uns jetzt zwar den Angriff wieder aufs Norm, aber dafür sind wir gegen den sehr effektiv. Und Timon hat an sich ja auch schon relativ viel Angriff dafür, dass er noch nicht entwickelt ist. Mann, musste das sein? Das sieht mich jetzt ganz schön runter. Oh, Moment. Das Ding da unten nehme ich mit. Weil das wäre so ein Item, das ich Timon geben kann. Wobei, ich kann ihm eigentlich auch ganz was anderes geben, fällt mir jetzt mal so ein. Wir haben doch noch den Ebolit, oder? Ja. Was hat denn... Ach, der trägt gerade das Glücksei. Okay. Dann lasse ich ihm das noch. Weil das Glücksei ist dann doch noch ein bisschen besser. Oh Gott, wo geht's hier jetzt nochmal hin? Hier in die Richtung zuerst, dann erst das Item holen. Dann darauf. Wobei kann man da noch... Ach, Moment. Da hinten ist ja auch noch ein Item, das man nur so kriegt. So... So, dann ab in die Mitte, hier rüber, dann so rum, dann holen wir uns das Item so noch und dann hier runter und schon müssten wir alles haben. Irgendwas scheint oben wie wild zu toben. Ein Top-Elixier. Kann man ja auch immer brauchen. Endlich ist es soweit, seine Majestät N wird zum Helden. Unglaublich, jemand hat es tatsächlich bis hierher geschafft. Los, für seine Majestät, für N, halte dieses Gör auf! Wer nicht zu Team Plasma gehört, ist unser Feind. Feinde werden mit aller Härte bekämpft. Wir lassen nicht zu, dass jemand nun den Neuanfang Einhals sabotiert. Ach ja, lasst ihr das. Ein Kukmada kommt da auf jeden Fall erstmal. Dann boosten wir uns doch erstmal wieder, weil guck mal, da ist sowieso schneller. Und
bevor ich da weitermache, ich würde gern mal Kumu-Milch reinschmeißen. Das ist jetzt böse, was der da gemacht hat. Die Attacke ist normalerweise nutzlos, aber gut. In dem Fall ist die sogar extrem böse. Und natürlich reicht das wieder nicht aus. Kann ich da irgendwas reinschmeißen, was dann nicht instant von dem Hyperzahn kaputt geht? Ich glaube fast nicht, aber ich kann es mit Nick versuchen. Der hält hier, glaube ich, so ziemlich am meisten aus von allen. Okay. Das hilft mir jetzt natürlich. Jetzt auch nicht damit rechnen, dass der gleich wieder raus wird, dass der gleich wieder noch einen Psycho-Plus macht. Naja. Ich lasse mal die Eistüte kämpfen, mit der habe ich noch fast gar nichts gemacht, seit sie entwickelt ist. Den Rockheimer. Ebenfalls mit Bedroha. Na dann, einen Eisstrahl und das soll es gewesen sein für ihn. Oh, sogar nur ein Volltreffer. Eistüte, muss es nicht gleich übertreiben. Ah, wie konnte ich nur gegen ein Kind verlieren? Aber Team Plasma besteht ja nicht nur aus mir allein. Unser Traum wird endlich in Erfüllung gehen. Niemand kann uns aufhalten. Bei Team Plasma-Rüpeln ist es immer schwer zu erkennen, ob das ein Männchen oder Weibchen ist. Ein Rockheimer. Die Sache ist nur, dass unser Timon jetzt gerade ganz schön geschwächt ist. Und der hat Hochmut. Naja, erstmal wieder hochheilen, weil mit 22 KP will ich ihn jetzt nicht unbedingt kämpfen lassen hier. Das reicht nicht aus, um Timon kaputt zu machen. Die sollte auch nicht ausreichen. Der ist ja danach wieder ziemlich geschwächt, aber überleben wir das auf jeden Fall. Und da gibt es Level 37 für Timon. Wagst du tatsächlich, mich mir in den Weg zu stellen? Mich hast du besiegt, aber Team Plasma wirst du nicht aufhalten. Oder was immer der auch gerade gesagt hat, der Text war wieder zu schnell weg. Mich hast du geschlagen, aber meine Kameraden werden dir Einhalt gebieten. Jetzt komme ich, auf geht's Team Plasma. Eine Herausforderung von Team Plasma Rüpel. Und Ratytox. Ja, ich muss mich jetzt eh erstmal wieder heilen. Weil sonst wird das hier nix. Der hortet. Ups, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte mich selbst boosten. Wartet noch mehr. Ja, dann schaufeln wir uns mal ein, weil der Schaufel ist hier sehr effektiv. Und da wartet er sich nochmal. Weil er jetzt höchstwahrscheinlich sowieso einen Verzehrer einsetzt, wobei macht er wahrscheinlich nie mal. Ich gehe auf Nummer sicher. Jupp,
Da kam nochmal eine Matschbombe und der nächste Schaufler sollte ausreichen, auch wenn er jetzt dreimal gehortet ist. Und 861 Erfahrungspunkte. Jetzt kommt ein Kleopatra. Der kann mir auch nur was, wenn er einen Mogelhieb einsetzt. Weil ansonsten ist Timon schon schneller, wegen dem einen Drachentanz. Und das sind 2000 Erfahrungspunkte. Auch in der Niederlage hält mich nicht davon ab, es auszuschreien oder was auch immer du da gesagt hast. Verdammt, es ist zu schnell. Unser König wird eine neue Welt schaffen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du wohl 4 Gegner am Stück packst. Und natürlich, Timon ist fit. Ausnahmsweise. So, ein Kuckmada. Gegen ein einzelnes Pokémon will ich nicht unbedingt boosten, da haue ich einfach direkt drauf. Also einmal Drachenklaue. Und das Ganze noch einmal. Oh, Superzahn war jetzt die falsche Attacke. Andersrum, wenn du es gemacht hättest, hättest du vielleicht sogar Erfolg gehabt. Aber nur vielleicht. Genau das wollte ich jetzt auch noch haben. Timon erreicht Level 38. 73 Angriff hat er jetzt. Na, mal schauen, wie viel er jetzt gleich hat. Denn Milza entwickelt sich jetzt, also Timon. Und dann haben wir jetzt ein wunderbares Scharfax. Das gibt's doch nicht. Was treibt dich bloß an? Wie auch immer, du hast gewonnen. Wir lassen dich durch. Geh nur. So. Zuallererst mal. Ich habe doch noch ein paar Supertränke, oder? Oder sind die weiter oben? Ich kenne mich in dem Inventar hier schon nicht mehr aus. Ach, Moment. Wo schaue ich denn? Supertränke sind in der Medizin. So. Einmal hier und einmal hier. Das sollte erstmal reichen. Jetzt kann ich auch mal wieder andere Pokémon nach vorne packen, nachdem die beiden jetzt weit genug trainiert sind. Und Renekton entwickelt sich auch als nächstes. Und die Eistüte können wir auch weiter nach vorne tun. Ich schaue mir jetzt nur mal kurz Timons Statuswerte an. Jetzt hat er 96 Angriff. Ja, das ist doch schon ganz ordentlich. Oh, und ich glaube, das Glücksei können wir ihm jetzt wieder wegnehmen. Jetzt gebe ich ihm aber den Evolit. Weil dann hält er nämlich auch noch ordentlich was aus. Und das Glücksei. Das gebe ich mal Renekton. Und der ist der Nächste, der sich entwickelt. Und darauf gehe ich jetzt auch noch. Weil wenn ich mich jetzt schon hier hochgekämpft habe, dann möchte ich das auch schon selbst sehen. Nun, Black, was sagst du zu der erhabenen Gestalt des legendären Pokémon? Es ist erschienen, um an der Seite des Helden zu kämpfen, der uns den Weg in eine neue Welt zeigen wird. Ich breche jetzt mit Reshiram auf zur Pokémon-Liga und bezwinge den Champ. Dies ist das Ende der Pokémon-Kämpfe und der dies wird das Ende der Pokémon-Kämpfe und der Knechtschaft besiegeln. Endlich werden die Pokémon wieder in Freiheit auf der Welt leben können. Falls du uns aufhalten wirst, musst du auch zum Helden werden. Denn nun, wenn dich Zekrom Reshirams Gegenpol anerkennt, bist du mir ebenbürtig. Nur dann darfst du mich aufhalten können. Dann wirst du mich aufhalten können. Was wirst du jetzt tun? Ich spüre, dass du Zekrom begegnen wirst. Du hast das Vertrauen deines Pokémon-Teams.
Bist du die Unbekannte in der Gleichung auf dem Weg in eine neue Welt? Willst du das Band zwischen den Pokémon und Menschen wahren, so findet Zekrom. Zekrom wartet bestimmt schon auf dich in der Gestalt des Dunkelsteins. Black, der da gerade weggeflogen ist, war das nicht. Was zum Kuckuck? Aber wieso? Das war doch N, oder? Wenn das legendäre Pokémon. Wieso ist das legendäre Pokémon auf seiner Seite? Soll das heißen, er ist wirklich der Held? Und wie war das noch? Du sollst jetzt das andere legendäre Pokémon finden? Immer mit der Ruhe. Kehren wir erstmal zurück. Wir sollten jetzt gar nicht versuchen, alles zu verstehen. Wichtig ist, sich zu überlegen, was wir als nächstes tun. Nicht zu fassen. Das legendäre Drachen-Pokémon. Auferstanden in unserer Zeit. Dieser Typ namens N. Es sieht so aus, als habe er, der Anführer von Team Plasma, das Pokémon aus der Legende auferstehen lassen. Und bevor er damit weggeflogen ist, hat er Black noch aufgetragen, das andere legendäre Pokémon zu finden. Was? Es gibt zwei legendäre Drachen-Pokémon? Ganz recht. Geile Musik. Lauro, lange nicht mehr gesehen. Wie ist es dir denn so ergangen? Keine Zeit für Höflichkeiten. Diese gigantische Feuersäule, die vom Turm ausging. Ein Pokémon, das stark genug ist, die Welt zu vernichten. Und der Mann, dem es gehorcht, befiehlt allen, die Pokémon aufzugeben. Furcht und Schrecken oder Verehrung und Anbetung. Wie dem auch sei, die Welt könnte sich jetzt wirklich wandeln. Zu einer Welt, in der wir bald nicht mehr Seite an Seite mit Pokémon leben. Du hast recht. Und N, der Anführer von Team Plasma, hat Reshiram wiedererweckt und uns aufgetragen, auch das andere legendäre Pokémon Zekrom zu finden. Die Legende besagt, dass Reshiram Feuer gespien und zusammen mit dem zweiten Drachen-Pokémon das alte Einhorn im Nu vollends verwüstet habe. Und obwohl N das weiß, will er die beiden wieder vereinen? Was? Aber ist das nicht total gefährlich, ein so starkes Pokémon wieder zu erwecken? Du bist ein echt liebes Mädchen, aber keiner weiß, ob man es mit anderen Pokémon aufhalten kann. Schließlich ist es ein legendäres Pokémon. Ich tue zwar ungern, was dieser N sagt, aber den Drachen, den Stein zu suchen, ist keine schlechte Idee. Kaum auszudenken, was passiert, wenn N ihn zuerst findet. Ich bin weit gereist und vermute mal, dass wir ihn im alten Palast finden. Los, Freunde, gehen wir. Gut verstanden, das überlasse ich also euch. Ich werde mich im Inneren des Turmes umsehen, vielleicht finde ich etwas. Ich werde dich begleiten. Ich glaube, ich verstehe. Stärke ist jetzt in diesem Moment etwas für die Pokémon tun zu können, überhaupt etwas für irgendjemanden tun zu können. Und meine Verstärke danke ich dem Pokémon. Los, Champ, gehen wir. Black, es wird ja immer vertrackter, ich bin irgendwie ganz durcheinander. Black, du gehst jetzt auch zum alten Palast, oder? Nimm Route 4, bis du zum Wüstenresort kommst. Ganz am Ende liegt der Palast. Jo. Und ich gehe jetzt erst nochmal ins Pokémon Center, weil ich bin sowieso komplett, dank der ganzen Cutscenes, voll über der Zeit. Ich werde Koto einen kleinen Hinweis geben, dass er zum alten Palast gehen soll, weil nachdem er diesen Dialog jetzt nicht mehr mitbekommen hat, ist es nicht unbedingt einfach herauszufinden, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Aber egal. Ich werde ihm einfach einen kleinen Hinweis geben, weil so viel Fairness muss sein. Okay, wir sehen uns wieder im übernächsten Part und bis dahin haut rein.